Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri. Wir schauen hier gerade auf das Bierfest in Manola, wo auch hier ein Umzug stattfindet, ziemlich analog zu dem in der alten Welt. Also auch hier ein Bierfest. Alle jubeln. Hier ist ein Mann auf Stelzen mit Luftballons. Sehr geil. Sehr geil. Ja, auch hier sieht es so aus. Ansonsten in der neuen Welt, in dieser Siedlung, sind wir erstmal fertig, würde ich sagen. Klar, wir können natürlich hier dann irgendwann noch Nähmaschinen importieren und auch Zigarren dann anbauen, aber ist jetzt noch nicht unbedingt nötig. Wir haben ja auch wirklich genug Obreras fürs Erste. Deshalb, ja, habe ich jetzt hier keinen erhöhten Handlungsbedarf. Übrigens nur so nebenbei, bevor wir diese dritte Bevölkerungsstufe hier in der neuen Welt hatten, das kam ja erst mit dem letzten DLC, habe ich quasi nie diese Nähmaschinen geliefert, weil mir das einfach viel zu viel Aufwand war, nochmal eine extra Route einzurichten zwischen der alten Welt und der neuen. Und das Bier habe ich auch lange Zeit nie geliefert, weil mir das zu doof war. Aber jetzt mittlerweile ist es doch ein Thema und das Bier bringt mich auch gerade noch auf einen anderen Gedanken, und zwar: Wir haben hier jetzt zwar 100 Tonnen Bier, das liegt daran, dass ich hier mal irgendwas ausgeladen habe, aber selber produzieren tun wir es hier noch nicht. Für die Zufriedenheit. Jetzt gerade haben sie es auch durch das Bierfest eben erledigt, aber es ist was, worum wir uns vielleicht mal Gedanken machen müssen. Und dazu gibt es eine hübsche Möglichkeit. Also früher war es so, dass man das Bier ja nur in der alten Welt herstellen konnte. Man musste es also von der alten in die neue Welt rüberbringen. Das ist mittlerweile nicht mehr so, denn mittlerweile gibt es sowas Schönes wie die Hacienda, Überfahrt zurückgekehrt, mit der man dann auch Bier produzieren kann hier in der neuen Welt. Aber ihr seht schon, die ist recht teuer, kostet 13.000, außerdem 50 Tonnen Ziegels haben wir gerade nicht. Also ist was, wo wir uns einfach ein bisschen gedulden müssen. Dann, wo wir auch ein bisschen Geduld haben müssen, ist diese Geschichte. Das Luftschiff-Hangar-Fundament ist in 10 Sekunden fertig. Das ist aber nur die erste Stufe dieses Monuments. Dann haben wir quasi das geschafft. Erledigt. Ja, jetzt nämlich. Jetzt können wir diese Phase abschließen. Und müssen jetzt die nächste anfangen, das Gerüst. Dafür brauchen wir allerdings 30 Tonnen Ziegel und 40 Tonnen Aluminium. Wo du herkommst, erledigen doch deine Machinas die ganze Arbeit. Was erzählt er denn da? Ja, und die Flammen sind außer Kontrolle. Was haben wir da? Wir haben Feuer? Ach herrje, hier brennt's ja. Ach herrje. Mal schnell die Feuerwehr losschicken. Ja, die kommt natürlich hier unten noch gar nicht so richtig hin, ne? Oh, das ist schlecht. Wir brauchen hier eine neue Feuerwehr, die sich hier mit drum kümmern kann. Okay. Ja, ungut. Hier brennt alles. Na gut. Während wir darauf warten, dass dieses Feuer gelöscht wird, schauen wir uns mal die zoologische Expedition an. Oh, die ist fertig. Da kommt jetzt keine neue Entscheidung, sondern wir sind wieder da. Nach wochenlangen Irrungen und Wirrungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie haben ein wildes Tier eingefangen. Die Mannschaft trinkt auf den Erfolg ihrer zoologischen Expedition. Dies kann dem Studium der Welt der Natur nur zugutekommen. Aha, wir haben einen Alligatorhecht, einen Karakal und einen Pelikan bekommen, mit dem wir, ja, die wir ausstellen können in unserem Zoo. Ihr seht, manche von denen sind Teil eines Sets. Wenn man so ein Set vollständig hat, bekommt man nochmal einen kleinen Extra-Bonus. Ja, aber ansonsten können wir das hier einfach erstmal abladen. Genauso wie diese ganzen Inhalte. Okay. Ja. Naja, es brennt natürlich jetzt hier direkt neben dem Zoo. Aber die Tiere können, glaube ich... Ich glaube, der Zoo kann nicht brennen. Es wäre auch ein bisschen hart, wenn dann die ganzen Tierchen da abfackeln würden. Oh, was haben wir da? Sie können ein Musikpavillon pro kulturellem Gebäude errichten. Halten Sie überall nach Partituren Ausschau, um ihn damit auszustatten und die Melodien erklingen zu lassen. Ja, man kann nämlich außer diesem
Zoogehegen auch noch andere Sachen bauen, unter anderem diese ganze Dekoration. Dafür brauchte man auch diese Blumenbeete, da haben wir ja irgendwo mal eins bekommen. Und dieses Pflaster zum Beispiel kann man dann hier so platzieren. Und dann passt ganz wunderbar dieser Musikpavillon rein. So. Ist einfach ein zusätzliches Ding hier. Die gewählte Musik beeinflusst das Thema Ihres kulturellen Gebäudes, also suchen Sie mich am Ende nur ausbremsen. Eine Partitur aus, die gut zu Ihrem Ausstellungsstücken passt. Genau. Wie läuft das? Also wir haben hier eine Einwohneraufgabe. Unbedeutsame Gabe, okay. Erschaffen von Menschenhand. Ja, so ist es. Es ist endlich vollbracht, mein künstlerisches Lebenswerk. Da Sie dieses Geschenk annehmen, darf ich wagen, davon zu träumen, dass Sie es zur Hauptattraktion machen wollen, sodass die Welt es bewundern kann. Ja, wir haben hier nämlich eine Partitur bekommen, eine seltene, von Anno 1800. Schauen uns das gleich nochmal genauer an. Hier. Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Das erhöht die Attraktivität für kulturelle Items. Ah, toll. Moment, wir können uns das aber nochmal anschauen, denn hier im Musikpavillon können wir das ausstellen. Ausgestorbene Arten, Ursprung der Menschheit, Kulturen der Ägäis, Jura, heilend und eingefroren. Ja, ausgestorbene Arten. Das klingt für mich eher, als würde das ins Museum gehören, ehrlich gesagt. Lass mal kurz gucken. Wir gehen mal hier auf die Tiere. Dort sehen wir nämlich auch, ja, welche Sammlungen es gibt. Wir sehen zum Beispiel unser Tiger, der gehört hier zu Dschungel des Ostens. Und wir haben eben gesehen, ausgestorbene Arten, das gehörte auf jeden Fall dazu. Ja, ich meine, wir können das dann kurz reinmachen. Ich mache jetzt erstmal hier die anderen Tiere noch dazu. Was für eine wunderbare Sammlung der verschiedensten Arten. Bente mag alle den Zoo. Harmonie vereint. So. Sie wissen nicht, was Geschmack ist. Arthur findet es nicht so gut. Sieh sich nur einer all die hilflosen Viecher an. Ja. Also Arthur mag's nicht, Karl findet's gut, Bente findet's gut und wir können hier mal diesen Musikpavillon unterbringen. Was für eine wunderbare Sammlung der verschiedenen. Bente ist nochmal beeindruckt. Alle in Harmonie vereint. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass das hier nicht die beste Partitur für diesen Zoo ist. All die hilflosen Viecher an. Aber es bringt uns immerhin nochmal 30 kulturelle Attraktivität. Dadurch sind wir jetzt eine anständige Hauptstadt geworden. Und das bedeutet, der Ort wird auf Kreuzfahrten immer beliebter. Ja, das bedeutet, dass wir jetzt ein paar Besucher mehr bekommen. Außerdem glaube ich, dass unser Feuer so gut wie gelöscht ist. Dann können wir wenigstens diese Häuser hier schon mal reparieren. Ich glaube, den Rest kriegt die Feuerwehr irgendwie hin, oder? Na gut. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Die Ingenieure haben ihre Brillen noch nicht. Woran liegt das? Sie werden gerade produziert. Lass mal gucken. Also wir brauchen Glas und Messing. Aber Messing geht ja schneller. Weil, lass mal gucken. Messing braucht eine Minute pro Durchlauf. Der braucht anderthalb, die Brillenfabrik. Das heißt, Messing müsste eigentlich allmählich ein bisschen steigen. So ganz nach und nach. Ja, wir haben 2 Tonnen Messing hier und 44 Tonnen Glas. Also es liegt nicht am Nachschub, aber es dauert eben ein bisschen, bis das hier richtig angelaufen ist. Denke ich mal. Na, jetzt hat er hier kein Messing mehr. Muss er sich erst abholen. Dieses Lagerhaus ist natürlich auch wahnsinnig überlastet, aber ich traue mich nicht, das jetzt gerade abzugraden, weil das 10.000 kostet. Naja, wenigstens müsste die erste Tonne hier demnächst ankommen. Wir könnten theoretisch auch schon Hochräder gebrauchen. Aber Hochräder, das ist teuer. Also nicht nur, dass die Hochradproduktion selber teuer ist. Man braucht hier für die Hochradwerkhalle 42.000. Man muss das Ding allerdings auch noch mit Elektrizität versorgen. Das ist also das nächste Großprojekt, das wir eigentlich hier haben. Dass wir für Elektrizität sorgen. Dafür brauchen wir eine Ölraffinerie, die braucht nochmal 25.000 plus die Ölbohrtürme, die kosten auch nochmal ein bisschen was. Dann der Ölhafen dazu. Und danach
Also wenn dann das im Ölhafen drin ist, dann kann es an das Kraftwerk geliefert werden. Das braucht nochmal 25.000. Also das Ganze insgesamt sind so 60.000, 70.000 allein hier für den Strom. Und dann nochmal schätzungsweise 50.000, 60.000 für die Hochräder. Also das sind jetzt so die Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Das heißt, wir brauchen mehr Geld, aber wir können natürlich jetzt erstmal das ein bisschen einplanen. Das läuft so, wir haben hier die Ölraffinerie, die hat einen gewissen Umkreis. In diesem Umkreis können wir die Ölbohrtürme bauen. Und ihr seht, bei diesen Ölfeldern, wir kriegen nicht alles in denselben Radius rein. Deshalb werde ich zwei machen mit jeweils drei Ölbohrtürmen. Das hat auch den Vorteil, dass es nicht ganz so oft in die Luft fliegt, wenn das nicht so viele sind. Wir planen das jetzt erstmal nur. Also in Ölbauturm jeweils 4.000, also ich glaube 70.000 reicht nicht mal. Denn dann haben wir den Ölhafen. Den würde ich mal hier ein bisschen in der Nähe unterbringen, aber wir planen das jetzt erstmal nur. So. Denn die Eisenbahnschienen, die kosten auch noch was. Die kann ich allerdings nicht planen, die muss ich dann schon hinsetzen. Ja, wir machen das ruhig so. Das hier versetzen wir um eins zur Seite und dann, genau. Also die Schienen liegen schon mal. Und dann, wenn es dann ein Ölbohrturm ist, muss es wie gesagt zum Kraftwerk noch rüber. Das hat eben auch einen gewissen Wirkungsradius, beziehungsweise eine Reichweite über die Straße. Und ich hätte es gerne so, dass es bis zum Hafen reicht. Okay, das scheint zu funktionieren. Ja. Durch Steinstraßen kann man das Ganze noch ein bisschen erweitern. Wir machen es jetzt mal so. Damit wäre quasi alles, was wir bisher hier im Industrieradius hatten, wäre mit drin. Das ist gut. Chef, aber die Schienen da werde ich jetzt noch nicht legen. Das ist mir noch nicht, ist noch nicht final. Ein Schiff wird angegriffen. Oh, apropos. Ach je, das habe ich ganz vergessen. Wir haben hier noch eine Aufgabe, bei der wir eine Fregatte zerstören sollen. Und die standen jetzt hier einfach nur rum. Ach herrje. Das ist nicht gut. Ob wir das schaffen? Na, ich meine, gut, wir fahren jetzt erstmal mit dem Wind. Das könnte klappen. Gucken wir einfach mal. Also, wir müssen erstmal ein bisschen Geld bekommen. Geht natürlich zum einen über Aufgaben, das ist klar, aber zum anderen vor allem über unsere Bilanz und die können wir noch ein bisschen verbessern. Indem wir einfach nochmal ein paar Ingenieure aufsteigen lassen. Ein bisschen was können wir uns schon noch leisten. Die brauchen dann demnächst auch Kaffee. Da könnte ich eigentlich schon mal eine erste Kaffeeroute einrichten. Zwischen Manola wieder. Moment, Handelsroute. Manola nach Goldfurt. Und dann nehmen wir den Kaffee mit. Da haben wir auch schon über 180 Tonnen. Das wird eine ganz gute Kaffeelieferung. Ist auch kein Problem. Wir haben eben diese Kaffeeproduktion schon. Was macht liegen auf dem Tisch. Die Tropenkönigin, die liegt sowieso hier schon vor Anker. Ah, eine neue Expedition. Diesmal eine Museumsexpedition, das finde ich auch gut. Oder Archäologie heißt es, glaube ich. Das ist gut. Dann könnten wir die als nächstes machen. Oh, übrigens hier. Unser Aluminium ist angekommen. Auch nicht ganz unwichtig. Ja, die Pfau haben wir hier. Ich würde an sich eigentlich auch gerne langsam mal mich um in Besa kümmern. Erstmal gucken, was wir dazu brauchen. Was? Navigation, Redegabe, Glaube. Okay, gucken wir mal. Können wir zum Beispiel unser Flaggschiff darauf setzen? Oder würde es sich vielleicht sogar lohnen? Lass mal gucken. Schiff zuweisen. Man könnte auch einen Clipper hier einsetzen. Er hat ein paar Frachtplätze mehr. Er hat halt keine Verteidigung. Das ist so ein bisschen das Risiko. Ich glaube, das ist mir eigentlich mache ich das lieber mit Kampfschiffen. Also ich werde lieber unser Flaggschiff drauf ansetzen. Die nehmen ein bisschen Bier mit. Ein bisschen Brot. Und was können wir vielleicht noch brauchen?
Vielleicht können wir hier dieses Item noch mitnehmen. Es ist nicht so, dass wir das jetzt von der Sache her bräuchten. Wie soll ich das erklären? Also von der Moralvorbereitung brauchen wir es nicht, aber wir brauchen die Werte. Hier. Also diese Boni durch Gefechtskunde und so, das hätte ich schon gerne. Tja, und wenn wir noch ein bisschen Jagdglück oder so vielleicht? Es kann halt auch sein, dass wir das gar nicht brauchen. Na, wir nehmen es mal mit. Und beginnen mal eine Expedition. Die wird wahrscheinlich nicht ganz ideal verlaufen, also da müsste ich jetzt einfach noch ein bisschen Zeit abwarten, dass wir ein größeres Schiff haben, aber das ist schon okay. Die archäologische Expedition. Moment. Achso, wir werden hier schon wieder beschossen. Die hier haben das Schiff niedergemacht. Sehr gut. Oh, wir haben nur noch 7 Minuten. Oh Gott, ob der das schafft, in 7 Minuten das zurückzubringen? Das wage ich ja zu bezweifeln. Auf Kurs halten! Das wage ich zu bezweifeln, dass das klappt. Den Rest schicken wir schon mal zurück. Ich habe das total vergessen, dass wir da noch eine Aufgabe hatten. Oh, hier, schaut mal. In Narazia, was wir hier gerade nicht sehen, ist ein Künstlerfest. Hat auch Auswirkungen, unter anderem auf die öffentlichen Dienste und die kulturellen Gebäude. Die haben weniger Wartungskosten und bringen mehr Attraktivität. Gut, bringt jetzt natürlich nicht mehr so viel, weil wir hier überhaupt keinen Besucherhafen oder so haben. Könnte man hier in der neuen Welt auch tatsächlich bauen, aber ja, das Ding ist jetzt erstmal einfach nur teuer. Haben wir jetzt die Ressourcen dafür? Ja, wir hätten denn die Ressourcen, um den Luftschiffhangar weiterzubauen. Die Arbeitskraft haben wir auch. Na dann, auf geht's. Ich war gerade eben mit der einen Expedition hier beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappen wird, weil ich ja das eine Item jetzt hier abgegeben habe. Gucken wir mal, Seestern. Gut, die hat wenigstens Gefechtskunde. Mit Bier können wir auch dienen. Und Heilkunst haben wir auch immer. Also das würde schon mal soweit funktionieren. Man könnte ihnen als Bonus immer noch mal ein bisschen Bretter mitbegeben, aber ich würde sagen, wir probieren es so. Das ist jetzt keine schwere Mission. Wo sind eigentlich unsere Kriegsschiffe hier? Die sind hier alle total verteilt. Flotte bereit. Hier gibt es ja bestimmt auch schon wieder ein paar Piraten zu jagen. Dass wir es jetzt haben. Ah, die Zeitung ist wieder da. Oh, pünktlich auf die Minute. Ja, das lief doch eigentlich ganz gut. Wir haben Seemacht, weil wir unzählige Schiffe versenkt haben. Dann triumphale Rückkehr der Expedition und geteilte Freude. Ein Rivale hat Anteil an einem anderen Unternehmen gekauft. Ja, das ist uns relativ egal. Ich glaube, das können wir jetzt einfach erstmal so veröffentlichen, wie es ist. Oh, scheiße. Minus 1700. Alter Falter, das war der Einfluss der Zeitung. Ach, herrje. Wir müssen noch ein paar Leute aufsteigen lassen. So, Kaffee wird jetzt auch nötig. Ach, herrje. Das ist krass. Minus 1600. Also das muss man erstmal ausgeglichen bekommen. Was können wir tun? Um hier schleunigst noch ein bisschen mehr Attraktivität oder Geld zu kommen. Gut, ich meine, der Kaffee ist bald da. Bringt uns plus 18. Taschenuhren ist noch nicht irgendwie Thema. Also außer jetzt noch mehr Einwohner ranzuholen, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Dann machen wir das erstmal. Ach so. Schiff unter Beschuss. Ich will sterben, aber nicht heute. Aha. Die will, dass wir 55.000 bezahlen. Das kann sie vergessen. Soll ich den Teufel holen? Das kann sie vergessen. Ach so. Volltreffer. Ja, da gibt's irgendwas auf dem offenen Meer. Neue Befehle, Admiral. Eine Piratenflagge. Toll. Dann jagen wir das hier noch. Ich meine, die Bilanz verbessert sich jetzt langsam, aber da hätte ich aus Prinzip einfach schon mal Propaganda einsetzen müssen bei der Zeitung.
Hatte ich ganz vergessen. Okay. Hier ein paar aufsteigen lassen. Und ja, dann nehmen wir die hier noch dazu. Jetzt sind es immerhin nur noch minus 700. Gut, schauen wir mal, was passiert, wenn der Kaffee da ist. Ich meine, die Brillen sind ja jetzt auch schon da. Immerhin. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Ja, die archäologische Expedition ist unterwegs. Ja, das bedeutet aber auch, dass wir jetzt mal kurz ein bisschen gucken müssen, ob die Produktion noch reicht. Und ich wurde da auch schon in den Kommentaren gefragt, warum ich eigentlich das immer hier im Kontor mache mit dem Gucken. Da gibt es eigentlich gar keinen besonderen Grund. Also nur zur Erklärung, es gibt auch eine andere Möglichkeit, das rauszukriegen, nämlich hier über die Produktion. Da kann man das ganz gut rausfinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Konsumgüter gehen, dann sehen wir, dass wir mehr Fisch produzieren, als wir benötigen. Und auch beim Schnaps sieht es gut aus und so weiter. Also so sieht man das ganz genau. Wir sehen auch, dass hier zum Beispiel die Arbeitskleidung gerade soeben noch reicht. Ja, das hier reicht. Also ist auch noch eine ganz gute Möglichkeit. Ich mache das aus Gewohnheit, ehrlich gesagt, anders. Aber also es hat jetzt keinen speziellen Grund, warum ich das so mache. Ja, hier funktioniert die Sache natürlich schon mal nicht mehr. Weil in dem Moment, wo man irgendwas aus einer anderen Welt holen muss, bezieht er das ja nicht mit ein. Weil es ja nicht auf dieser Insel produziert wird. Also da wird es dann schon wieder schwierig. Es sieht ganz so aus, als würde es erstmal reichen. Bei den Pelzmänteln ist es knapp, aber es geht. Okay. Raus damit. Ja. Oh Gott, die Aufgabe hat die funktioniert. Die haben sich also irgendwie durchgemogelt. Das war knapp. Das war knapp. Hat uns ein bisschen Geld gebracht, zum Glück. Neue Horizonte. Haben wir vielleicht noch ein bisschen was ich verkaufen kann? Ich könnte wieder ein bisschen Seife loswerden. Bilanz hat sich jetzt eigentlich ganz gut. Ja, ich meine, minus 360 ist halt besser als minus 1800. Achtung, Admiral anwesend. Deshalb verbuche ich das jetzt schon mal als Erfolg. Die werden ein bisschen Seife verkaufen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ein paar Kartoffeln können wir auch loswerden. Fahren damit wieder zum Gefängnis. Der übrigens auch eine Aufgabe für uns hat. Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? Das Schiff mit dem Schwerverbrecher ist überfällig. Finden Sie es und geleiten Sie es her. Ich habe den Isolationsblock bereit gemacht, aber nehmen Sie sich in Acht. Verbrecher von diesem Kaliber haben den starken Drang zu fliehen. Alles klar. Gut, gibt 17.000. Ganz leicht davon. Machen wir gerne. Wir müssen hier einen Geleitschutz anfangen. Das können wir natürlich mit unserer Superflotte hier machen. Ach, die haben hier übrigens auch schon Melinitgranaten. Schaden an Segelschiffen plus 50%. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, für 45 Sekunden hat man dann bessere Chancen. Oh. Erster Klasse. Schon wieder das nächste Piratenschiff. Okay, man kann die Produktivität der Fischereien ein bisschen erhöhen. Was habe ich jetzt hier gesehen? Hier muss auch irgendwo noch meine Aufgabe sein. Genau, hier zwischen den Häusern versteckt. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Bitte, ein Foto von uns im Zoo. Wir haben vielleicht nie wieder Gelegenheit dazu, wo unser kleiner Timothy noch so krank ist. Ach, herrje. Das muss ja, wir machen, undankbar erscheinen, bei all dem, was ich bereits besitze. Wir machen natürlich ein Foto von der Handwerkerfamilie im Zoo. Die winken hier auch schon ganz fleißig. Ja, näher ran komme ich leider nicht. Na, oh, bitteschön. Wir haben Grund zum Feiern. Ein Heckenlabyrinth. Okay, okay. Der Admiral. Ja, das Piratenschiff ist auch weg. Gut, dann nähern wir uns jetzt mal diesem Schiff hier. Flotte geht auf Fahrt. Hier unten muss dieser Geleitschutz irgendwie sein. Hat sonst vielleicht noch jemand eine Quest? Ach, tatsächlich, Madame Kahina. Es ist nicht lang her. Da hätte ich das selbst erledigt. Oh, ein Bison für den Zoo. Normalerweise würden mir diese armen Teufel einfach nur leid tun, doch diese unbedeutenden Diebe haben ihr Schicksal schon besiegelt, als sie sich Madame Kahina als Ziel für ihren Raubzug ausgesucht haben. Eine Abschussaufgabe. Wenn du damit fertig bist. Zwei Kanonenboote. Gut.
Dann werden wir zwei von diesen Schiffen abziehen. Kurs gesetzt. Vom Geleitschutz. Die kümmern sich darum. Ist auch ein Anblick, ne? Diese vier Reihen hier ist jetzt eigentlich auch nicht so schön, aber gut. Habe ich jetzt eben auch gar nicht so richtig drauf geachtet. Wir können hier nochmal ein paar Handwerker aufsteigen lassen. Zu Handwerkern aufsteigen lassen und hier. Ja, wobei. Muss ich aufpassen. Oh, der Luftschiffhangar ist weiter. Fertig. Phase 3 von 4 ist abgeschlossen. Dann fehlt jetzt noch eine letzte. Und dafür müssen wir Segel haben. Und Aluminiumprofile. Gut, also Segeltuch produzieren wir bisher noch nicht selber hier. Wird jetzt aber Zeit. Dazu brauchen wir wieder Baumwolle. Die werden wir einfach hier hinten, wie immer, anbauen. Setz dich lieber in den Schatten. So. Bitteschön. Okay. Das haben wir schon mal. Dann noch die Segeltuchweberei. Schiff unter Beschuss. Okay. Wo sind wir? Hier. Achso. Jetzt kümmert sich der Geleitschutz hier schon um diese Geschichte. Oh, die sind aber schnell. Verlassen die hier gerade die Inselwelt? Na, das Problem ist halt, dass ich so schnell einfach nicht da sein kann. Also ich würde das ja gerne machen, aber ja. Ey, jetzt schießen die mir hier mein Kanonenboot ab. Aber irgendwann werden sie die Verfolgung, glaube ich, abbrechen. Ja, sie sind schon auf dem Weg. Nur ob sie die noch einholen? Nicht, dass sie hier gleich die Inselwelt verlassen. Das wäre hart, aber wir haben doch hier noch 27 Minuten Zeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie das Problem ist. Das gibt's ja nicht. Okay, aber das wird hier jetzt gerade von unserem Hafen zerstört. Oh mein Gott. Wir geben unser Bestes. Ja. Also dieses Kanonenboot ist jetzt nicht mehr die beste Eskorte. So, fährt er jetzt wieder zurück? Tatsächlich. Der kommt wieder zurück. Sehr gut. Nix mit Flucht und so. Ein paar weitere Leute hier heranholen. Dann müssen wir hier mal langsam diesen Holzfäller entfernen. Ja, könnte man so machen. Nicht ideal. Das kann weg. Und hier bauen wir nochmal eine kleine Steinstraße. Zumindest haben wir genug zu essen. Ja, immerhin das, ne? So, was wir jetzt hier hinten natürlich eigentlich auch noch bräuchten, wäre ein weiteres Wirtshaus. Oh, schaut mal, der da hinten hat gar keine Straße. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen doof. Die Waffenruhe wurde beendet. Kriegen wir das so hin? Dass wir da noch ein paar mehr Leute unterkriegen. Ich glaube, so ist ganz gut. So mit diesem Abstand. So. Und so. Wobei natürlich eigentlich nirgendwo geschrieben steht, dass ich das Ding so ausrichten muss. Also ich könnte das auch einfach mal so machen. Einfach um das Ganze mal ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen aufzulockern. Nicht immer alles in Reihe und Glied machen. Neue Besucher treffen ein in Goldfurt. Hier können wir das Ganze mal beobachten. So sieht so ein Besucherschiff aus. Hübscher kleiner Dampfer. Und? Sieht man das grafisch auch hier gerade? Nee. Leider nein. Manchmal sieht man das, wenn hier das Ganze voll ist mit Besuchern. Ja, Tendenz ist steigend. Ich muss noch ein paar Leute aufsteigen lassen. So,
jetzt passt's wieder. Ja, Bilanz ist wieder in Ordnung. Ziel erreicht sozusagen. Der Kaffee müsste auch bald eintreffen und dann müsste alles wieder gut sein. Arthur hat auch noch eine kleine Aufgabe für uns. Riskant, anderen zu vertrauen, oha, wenn man so hohe Ansprüche hat. Ich werde nicht zulassen, dass meine Inselführung ein weiteres Mal von Piraten ruiniert wird. Diese Barbaren erkennen nicht, wie wichtig es ist, dass meine Gäste vollständig in meine Meisterwerke eintauchen können, um bedeutungsvolle Verbindungen zu ihnen aufbauen zu können. Ich will, dass du die Gruppe begleitest und dafür sorgst, dass nur die richtigen Leute unter ihnen sind. Okay, eine schöne Aufgabe, eine Geleitschutzaufgabe wieder von Gasparov. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Hier vorne wurde das zweite Schiff zerstört. Dieses hier schicke ich mir zurück in den Hafen. Und wir haben hier, oh, auch was Besonderes. Manchmal treffen hier am Besucherhafen besondere Leute ein, in dem Fall eine Beladerin. Ist kein besonderes Item, aber natürlich nehmen wir das an. Das ist ein, ja, einfach nur ein Item, das man für Schiffe ausrüsten kann. Verladegeschwindigkeit plus 15% ist jetzt für Handelsschiffe nicht verkehrt. Ja, und mit diesem Ende verabschieden wir uns erstmal wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Bis dann, macht's gut, eure Miri.